Heute nähe ich unser Gratis-Schnittmuster Los Angeles als Upcycling-Projekt. Dazu habe ich Jeans in verschiedenen Farben. Mit diesen verschiedenen Farben möchte ich dann spielen. Außerdem brauche ich einen Reißverschluss, etwas Klettband und hier habe ich große Putztücher aus dem Discounter. Die sind super für so ein Projekt und wirklich billig. Für das Futter habe ich noch ein altes Baumwollkleidungsstück, das meiner Tochter nicht mehr passt. Aus den Hosen schneide ich jetzt Streifen mit nicht parallelen Kanten oder auch Trapeze, wie Geometrieliebhaber sagen. Ich habe das Schnittmuster für das Taschenteil aus dem Putztuch zugeschnitten, aber nicht wie angegeben zweimal, sondern im Stoffbruch, also in einem Stück. Die Außentasche habe ich einmal aus Putztuch zugeschnitten. Aus den Jeans schneide ich Streifen heraus, bis ich ungefähr so viele habe, dass die zugeschnittenen Putztücher damit vollständig abgedeckt sind. Jetzt nähe ich den Streifen auf. Und zwar lege ich ihn mit der linken Seite nach unten und der rechten Seite nach oben auf das Tuch auf und nähe. Rechts und links soll der Streifen über das Putztuch noch etwas überstehen. Wenn ich diese Naht gemacht habe, nehme ich den nächsten Streifen, lege ihn so an, aber ich nähe ihn dann rechts auf rechts an. Ich bügle die Naht aus, klappe den Streifen um und nähe den nächsten Streifen genauso an. Das mache ich nach und nach mit den Streifen, bis das ganze Putztuch mit Jeansstreifen bedeckt ist. Ich nähe einfach mit dem Geradstich. Ich nähe das ganze Projekt mit einer 80er Jeansnadel. Wenn dir unser Nähmaschinen-Nadel-Parkplatz hier gefällt, findest du das Nähset bei uns auf der Webseite und den Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn ich alle Streifen aufgenäht habe und das ganze Putztuch bedeckt ist, nähe ich noch einmal ganz rundherum. Und genauso gehe ich mit dem zweiten Teil für die Außentasche vor. Dann schneide ich die Überstände zurück. Jetzt habe ich alle Teile nochmal für das Futter aus meinem Baumwollkleidungsstück zugeschnitten. Nur habe ich das Taschenteil in zwei Teilen zugeschnitten, da ich am Boden eine Wendeöffnung haben möchte. Du kannst aber auch dieses Stück mit einer Patchwork-Technik arbeiten. Schau dir dazu die Videos an, die ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Da siehst du, wie man aus Baumwollresten noch schöne Stoffstücke kreieren kann, die für so etwas hier super geeignet sind. Auch die Außentasche habe ich noch einmal zugeschnitten, nur dass ich hier am oberen Rand ca. 1 cm mehr Stoff zugegeben habe. Wofür, siehst du gleich. Jetzt nehme ich mir das Teil für die Außentasche und nähe das Futterteil rechts auf rechts hier an. Wenn ich das dann angenäht habe, bügle ich die Naht aus, klappe es so um, dass hier ein leichter Überstand entsteht. Diese Kante bügle ich. Dann mache ich hier entlang noch eine Steppnaht. Ich habe beim Taschenteil die Mitte markiert. Dann lege ich die Außentasche so auf, klappe sie nach unten und nähe sie hier oberhalb der Mitte an. Wenn ich das gemacht habe, klappe ich das Ganze nach oben. Jetzt habe ich markiert, wo ich den Klettverschluss anbringen möchte. Weil ich das mit Kreide gemacht habe, kann ich die Position jetzt einfach durch Klopfen übertragen. Hier kommt dann das Gegenstück des Klettverschlusses hin. Wenn ich das Gegenstück aufgenäht habe, bringe ich außen noch ein Label an. Das verdeckt dann auch die Naht, mit der ich den Klettverschluss angenäht habe. Jetzt geht es mit dem Reißverschluss weiter. Ich fange damit an, den Reißverschluss rechts auf rechts an der oberen Kante an den Außenstoff anzunähen. Den Reißverschluss habe ich gleich auf beiden Seiten angenäht. Jetzt nehme ich das Futter und nähe die rechte Seite des Futters auf die linke Seite des Reißverschlusses. Auch das mache ich auf beiden Seiten. Wenn dir das jetzt zu schnell ging, ich habe es im E-Book zum Gratis-Schnittmuster genau erklärt. Reißverschlüsse nähe ich immer mit dem Reißverschlussfuß an. Das kann ich dir auch nur ans Herz legen. Wenn du einen hast, dann wechsle auf jeden Fall. Wenn du dich jetzt gewundert hast, warum der Futterstoff plötzlich anders aussieht, mir ist da tatsächlich etwas ganz Dummes passiert. Ich habe an diesem Projekt ein paar Tage nicht gearbeitet, zwischendurch das Nähzimmer aufgeräumt und irgendwie muss der Stoff im Müll gelandet sein. Bevor ich dann die Seiten schließe, fixiere ich die Außentasche in der Nahtzugabe vor, damit sie später beim Zusammennähen nicht verrutscht. Das ist ein echter Profi-Tipp von mir und erspart so viel Ärger. Bei einer der Jeans habe ich am Hosenbund diesen Streifen hier abgeschnitten. Die haben eine Länge von etwa 10 cm. Die nähe ich als Zipperlaschen hier so an den Außenstoff an. Das mache ich auf beiden Seiten. Ich habe das Täschchen nochmal auf links gedreht und schließe die Seiten von außen und Futterstoff sowie den Boden. Lasse aber hier in der Mitte eine große Wendeöffnung offen. Wenn ich die Tasche dann durch die Wendeöffnung gewendet habe, klappe ich bei der Wendeöffnung die Nahtzugabe nach innen und nähe sie knappkantig mit der Nähmaschine zu.
Wenn ich die Wendeöffnung geschlossen habe, stecke ich das Futter nach innen und damit ist das Täschchen fertig. Kennst du schon unser Buch Lust auf Nähen? Ich verlinke es dir in der Videobeschreibung. Dort findest du 20 Nähprojekte, die super für Anfänger geeignet sind, mit Schnittmusterbögen. Mehr Videos von uns findest du auf unserem Kanal. Oder du schaust in unserem Schnittmustershop vorbei. Dort findest du viele Schnittmuster, darunter auch viele Freebies. Viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!